Es ist schon eine merkwürdige Sache mit dem Schicksal. Von Büchern und Barden hören wir die glorreichen Geschichten alter Helden, die von den Göttern zur Rettung der Welt auserkoren wurden. Gleichzeitig sprechen wir von Schicksalsschlägen, wenn uns Tragödien heimsuchen oder wir geliebte Personen verlieren. So gesehen hat mich das Schicksal an jenem grausamen Tag auf der Farm meiner Familie zweimal besucht. Und das nicht nur, weil ich dort beide Elternteile verloren habe. Ich hoffe, dass ich mir nicht zu viel dabei herausnehme, mein aktuelles Sterblichkeitsdilemma als Schicksal zu bezeichnen. Vielleicht haben die Götter, und ich hoffe ebenfalls, dass es sich hierbei tatsächlich um die Götter und nicht um dunklere Mächte handelt, noch etwas Wichtiges mit mir vor, weshalb sie mich diese Welt noch nicht verlassen lassen. Andererseits meine ich gerade ständig Zeichen der Vorhersehung zu sehen. Ein mysteriöses Buch im verborgenen Keller einer Hexe etwa, das mich persönlich anspricht. Die Rückkehr der Drachen und meine neu gefundene Fähigkeiten, ihre Kräfte in mich aufzunehmen. Dass ich im Auftrag einer toten Klinge ausgerechnet nach der Stellung von Arkai pilgere, dem Herrn über Leben und Tod. Sogar in den kleinen Dingen sehe ich bereits die Hinweise auf die Zukunft. Hat mich Inigo nicht vorhin noch in der Mine von Kühnesheim vor seinem unguten Gefühl und herabstürzenden begrabenden Felsbrocken gewarnt? Aber um ehrlich zu sein, muss ich daran glauben, dass es sich hierbei um Schicksal oder besser einen Plan handelt, anstatt eines üblen kosmischen Scherzes oder einfach dem normalen Lauf der Ereignisse. Ich muss es tun, um meine Ängste zurückzuhalten, die mich in unsicheren Momenten und den Tiefen meiner Albträume heimsuchen. Denn diese Fähigkeiten, die ich erlangt habe und von denen ich mir sicher bin, dass viele Leute, ironischerweise, für sie töten würden, könnten mir auch ganz leicht zum Verhängnis werden. Klar, kann ich der scheinbar unvermeidlich geglaubten Sterblichkeit entgegen, aber was passiert, wenn ich in eine Situation gerate, aus der es kein Entkommen mehr gibt? Einen Kampf, den ich nicht gewinnen, aber aus dem ich auch nicht fliehen kann. Eine endlose Abfolge des Schmerzes, des Todes und der Wiederbelebung. Oder wenn ich es niemals schaffen sollte, eine Lösung für meinen Zustand zu finden, alt und unbeweglich am Ende meiner Tage auf dem Totenbett zu liegen, nur um doch wieder unbeweglich im selben Bette aufzuwachen. Und den Tag meines Entweichens in Ewigkeit zu wiederholen, selbst inzwischen zu schwach, um das Bett auch nur verlassen zu können. Und was ist, wenn es keinen Ausweg aus diesen alten Tunneln mehr gibt, wenn ich auch ewig durch diese Hallen umherirren werde, ewig verhungernd und ewig verdurstend? Nein, ich muss an die Götter und das Schicksal glauben, wenn die Alternative so schrecklich und unvorstellbar ist, daran, dass es einen Ausweg aus diesen Tunneln gibt oder meine Freunde rechtzeitig zu meiner Rettung eilen. Aber wenn sie das tun, nein, und wenn sie das tun, oder wenn ich selber hier herauskomme, meine nächsten Schritte sind klar. Ich werde die Suche nach den Spuren der Sterblichkeit als meine höchste Priorität setzen. Ich werde den mir beschriebenen Weg des Papierspiegels nach Dämmerstern und möglicherweise darüber hinaus folgen. Ich werde meine Pilgerreise fortsetzen und dabei hoffentlich nicht bloß die Haltung von Arkai lernen, sondern auch Kontakt und Hilfe beim Gott über Leben und Tod suchen. Und ich werde die Graubärte hoch oben auf dem Hals der Welt besuchen, um mehr über die Fähigkeiten des Drachenbluts zu lernen. Vielleicht hängen sie ja irgendwie mit meinem Sterblichkeitsproblem zusammen. Aber zuallererst werde ich mich sammeln und dann geistig gestärkt und voller Zuversicht diesen dunklen Tunneln trotzen. Okay. Wir sind wieder ganz allein. Kein Inigo, kein Lucien. Nur ein großer Haufen Steine, um uns hier Gesellschaft zu leisten, und auch den müssen wir jetzt tragischerweise verlassen. Wir sind schon mal allein zurechtgekommen und wir müssen es wieder tun. Es
nicht so, als könnte uns dauerhaft was passieren, aber für den Fall, dass wir hier nicht wieder rauskommen, ich kann mir angenehmere Sachen vorstellen, als bis in alle Ewigkeit hier festzusitzen und wieder zu verhungern und zu verdursten. Ist die Notiz von Camilla? Wenn ich mich richtig erinnere, wir haben diesen Ort überhaupt erst gesucht, weil wir eine Notiz für den Ort bekommen haben. Das ist schon ein Weilchen her, aber wir wurden überfallen von jemandem, der einen Brief dabei hat, dass seine Kameradin irgendwelche alte Höhlen gefunden hat und dass er sich schnell Ausrüstung besorgen soll und zu ihr stoßen. Dieses Ausrüstung besorgen hat er so interpretiert, dass er uns angreifen kann, um uns unsere Ausrüstung zu nehmen. Das hat für ihn leider nicht so geklappt, weil wir ihn prompt besiegt haben. Ich bezweifle, dass seine Freundin so froh sein wird, uns hier zu sehen, solange sie denn überhaupt noch am Leben ist, beziehungsweise hier, weil das ist schon ein ganz schönes Weilchen her, aber diese Notiz scheint auf jeden Fall von ihr zu stammen. Isidor, got sick of waiting for you. I've gone on ahead to scout the tunnels. I'll put up some torches to light the way. Pick up your feet and follow them to find me. I mean it. Hurry up. I want to see your fingers stained from finding this note with the ink still wet. Something in this place makes my hair stand on end. It's as if the shadows are moving. Camilla. Nun nehmen wir die Notiz mal mit. Isidor wird sie definitiv nicht mehr brauchen. Es ist vorgegangen, das wohl schon vor einem ganzen Weilchen. Bist du Camilla? Du siehst mir nicht nach einer Abenteurerin aus. Dafür ist das Kleid viel zu, ja, naja, kleidig. Das ist jetzt nicht unbedingt Abenteurerausrüstung. Hallo? Ist das Gesichtsbemalung oder ist es ein lang... Nein, das kann eigentlich nur Gesichtsbemalung sein. Hallo? Ich will ja nicht stören, wenn das euer Heim ist oder so, aber es gab einen Tunneleinsturz und wisst ihr den Weg hier raus? Ja, hallo? Ich komm mal hoch, okay? Schön. Hallo? So schnell kann ich doch gar nicht weggekommen sein. Und ich hätte doch gehört, wenn sie weggerannt. Wann war der Fleck hier vorne schon? Wie war das mit die Schatten bewegen sich? Ich trau mich schon fast nicht, mich umzudrehen. Scheint Camille hatte zumindest in einer Sache recht. Ich fürchte fast, hier scheint es tatsächlich zu spuken. Großartig. Hallo? Der Kochtopf dampft noch. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob wir hier etwas zubereiten wollen. Was ist denn hier? Das war definitiv mal eine Art Lagerraum oder so, aber den Spinnweben nach zu urteilen, die Fackeln brennen zwar noch, aber das heißt hier nichts in Himmelsrand. Magische Fackeln sind ja keine Neuigkeit. Aber trotz den Fackeln scheint hier alles schon länger verlassen zu sein und wir haben nur noch 20 Dietriche. Wir sollten echt vorsichtig sein, weil jetzt können wir nicht mal schnell zurückgehen, um neue zu kaufen. Münzen nützen uns in der Situation auch nicht viel. Aber eines Tages kommen wir ja hoffentlich hier raus und mit eines Tages meine ich eigentlich heute. Komm schon. Falsche Richtung. Sehr gut, keinen Dietrich abgebrochen. Das ist die Hauptsache. Ein bisschen Orichal kommen. Ja, alles sehr schön, aber nichts, was uns hier raushelfen würde. Hallo? Zumindest scheint der Gang weiter zu gehen. Ach du.
alles deutlich größer als erwartet und wir müssen uns jetzt mitten im Gebirge befinden, unter den Veloti-Bergen, die Himmelsrand von Morrowind abgrenzen. Geht's hier irgendwie runter? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da runter ins Wasser möchte. Ha. Hatte ich nicht auf dem Weg noch erwähnt, dass wir noch keine echte Dwemer-Ruine erkundet haben? Ich weiß nicht, ob das eine echte Dwemer-Ruine ist. Es sieht mir jetzt so merkwürdig aus. Und so natürlich von den Wänden her. Aber das sind definitiv dwemerische Türme. Ah, und ein bisschen Sonnenlicht da oben. Jetzt müsste man fliegen können, dann könnten wir den Ort hier verlassen, aber... Na, das ist mit Überhang und allem der... Ja, das würden wir niemals schaffen, da hochzuklettern. Und eine weitere Notiz. Isidor. Dwemer Ruins. I thought this was just an old imperial place, but no. That must have come later. There's more than that here. This might be it. This could change everything for us. Just be careful, there is someone else down here. Something not right about her. Always disappears before I can get a good look. I can't leave though. Not now. Camilla. Okay, und... Hi! Na, wen haben wir denn da? Scheint uns nicht wahrzunehmen oder zumindest sich nicht dazu herablassen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ich meine, ich könnte vielleicht versuchen, jetzt hier einen Pfeil an den Turm zu schießen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, aber das so eine gute Idee ist, es könnte auch leicht als Aggression aufgenommen werden. Hier scheint auch ein altes Lager zu sein. Und überall diese schwarzen Brandspuren. Gusseiserner Topf. Ah, ja, ja, ich habe meine... Die Museumskappe, die Tabu, die Libäten haben sich erweitert. Das ist jetzt zwar kein Relikt, aber uns werden jetzt auch magisch die Sachen mitgeteilt, die in unserem Apartment bestimmt nützlich wären. So ein bisschen Geschirr, weil wir noch keins haben. Ich nehme es mal mit. Davon noch nichts haben. Ah, schon eine Fork zum Beispiel haben wir eine dabei. So ein bisschen Geschirr, ja, und natürlich sind wir schon überlastet. Aber habe ich auch noch nie ausprobiert, aber es gibt tatsächlich ein extra Fach im Museum, speziell für Relikte, was es für uns auch einfacher zu erkennen macht, wenn wir Sachen wegstecken, ob diese Sachen tatsächlich schon dabei sind oder noch nicht, dass wir nicht mehr so viele Sachen doppelt mitnehmen. Probieren wir das doch mal aus. Relic Storage Container. This spell provides access to a safe storage container for your museum items during long journeys and expeditions. Only items which are not already on display in the museum can be added to the Relic Storage Container. Access Storage. Okay. Die hier können wir auf jeden Fall rein tun. Eigentlich brauchen wir nur eine, aber jetzt haben wir schon mal zwei dabei, da können wir sie auch hineinwerfen. Hier der Nordhelm. Himir Side haben wir gerade an. Das lassen wir mal lieber. Ja, alles haben wir ja schon. Wir sollten vielleicht auch die Kette wieder anziehen für ein bisschen mehr Traglast. Aber was haben wir denn hier noch drin? Irgendwas Schweres? Naja, das Glas ist nur ein kleines bisschen. Die Münze wiegt auch wirklich nicht viel, aber die ganzen Drachenknochen und so. Können wir jetzt eigentlich auch... Ah ja, sehr schön. Die Sachen für Safe House können wir glücklicherweise trotzdem hier reinlegen. Ein paar Gabeln. Ein Topf, den wir gerade eingesammelt haben. Und ich weiß, dass ich hier gerade nur das Unvermeidliche herauszögere. Ah, das Gift geht leider nicht. Das Gift sage ich schon. Da sieht man mal wieder, wo meine Gedanken sind. Das Gemälde meine ich natürlich.
Silbergeschirr lässt sich nicht nur gut verkaufen, sondern da gibt es anscheinend auch einen Platz in unserem Safehouse dafür. Man merkt mir vielleicht an, dass ich hier nicht unbedingt so schnell weiter vorrücken möchte. Hier liegt noch ein Tagebuch. This journal has suffered water damage and only the final entry is legible. 20th of Sundusk, fourth error, 33. By the divines, am I glad to be heading away from Clockwork Castle and away from those metal men. It's not just me. I can see it in the faces of the whole caravan. Everyone scared of them. A special dead-end trip once a month through these crumbling, gloomy tunnels and back again for just one customer. It spooks the horses, and it spooks the men. Klodovec doesn't pay enough for this. Come to that, this old man didn't spend enough clearing and shoring up the tunnels in the first place. You would think that of all people he could afford it. I guess you don't become a trader baron by way of being overly free with your money. So many side passages, blank doorways yawning at us as we pass. No one knows what's down there. All we can do is stick to the main road and listen to the clatter of the carts echo down those darkened corridors as we pass them by. Come the morning, we'll have to get the carts up those damnable stairs. I swear those boards are going to slip one of these days. But then we'll be outside and back in the world again. And the snow. I suppose in here, we're out of the weather at least. Clockwork Castle. Was auch immer das ist. Und das scheint hier mal eine Art Handelsstraße gewesen sein, aber nur für einen Handelsbaron, der hier seinen Schloss irgendwo hatte. Aber das heißt, hier hat auf jeden Fall wahrscheinlich vor nicht allzu langer Zeit jemand gelebt. Zumindest sah dieses Tagebuch nicht allzu alt aus. Ach du Wer bist du denn, Schönes? Na, bleib doch bitte schön weg. Nein. Lass mir dich, du darfst gerne gehen. Auf Wiedersehen, nett sie gekannt zu haben. Ich glaube, der Bogen hat ihr Angst gemacht und deswegen hat sie uns so wenig angegriffen. Ja, ich brauche keinen Bogen, um Angst hier unten zu bekommen. Zu Thurima-Metall zu sein. Ich meine, wahrscheinlich in Ruinen gibt es sowas wahrscheinlich häufig, aber für mich ist das neu. Das sollten wir definitiv mitnehmen. Ja, ich meine, die haben alchemistische Wirkungen. Nehmen wir sie mal lieber mit. Und das sind schon mal keine Spinnen, die hier schlüpfen können. Okay. Ah, verdammt. Ah, wir sind nah dran. Das ist gut. Verdammt, das war die falsche Richtung. Und damit wären es nur noch 19 Dietriche. Hoffentlich sind da zumindest welche drin. Ah, nicht wirklich. Nur ein bisschen Dwemer-Geschirr und... Naja, beim Heiltrank sage ich nicht nein. Immer noch einfach da oben und beobachtet und so wie es den Einschein hat. Ah, die Pfeile hätte ich gern zurück. Oh, das sieht nicht gut aus. Der Haupteingang scheint verschüttet zu sein, aber hier geht's noch irgendwie weiter. Schauen wir uns doch trotzdem mal die Passage hier an. Ich möchte nicht, dass uns irgendwas von hinten überrascht. Das scheint hier ziemlich zu sein. Oh. Die da unten haben es nicht geschafft. Kommen wir hier irgendwie rüber?
Ich meine, ich kann mich schnell wie der Wind bewegen, zumindest für eine kurze Distanz, und das ist eine kurze Distanz, aber wenn das Ganze schief geht, möchte ich nicht in meiner Haut stecken. Puh. Das hat funktioniert. Frage ist, hat uns das irgendwas gebracht? Ist hier noch irgendwas? Geht es hier irgendwie weiter? Nein. Das ist nicht. Das ist nicht gut. Wir kommen hier nicht wieder zurück. Okay, das hier ist mir zu riskant, runterzuspringen. Ich glaube, wir müssen kurz warten, bis wir unsere Kräfte wieder gesammelt haben. Und dann versuchen wir es irgendwie da hinten, das Becken zu erreichen. Ah, scheiße, ist das kalt. Puh. Habe ich vielleicht noch irgendwas dabei, was mir Informationen gibt? Nein, nur ein paar Septime. Und ich habe mir natürlich immer noch kein Feuerholz gesucht. Damit wir uns ein Feuer machen können. Jetzt ist es zu spät. Und wir kommen hier auch nirgendwo raus. Wir werden hier aber weiter schwimmen müssen. Und, oh. Ich fürchte nicht hoffentlich. Aber ich glaube, da hinten haben wir ja zumindest Treppen gesehen. Also kommen wir hoffentlich vielleicht raus. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's nirgendwo hin. Und hier. Das ist die andere Seite von dem Ganzen. Gibt's hier vielleicht auch einen Weg nach oben irgendwo? Ich meine, jetzt sind wir schon mal nass und kalt. Und wer weiß, vielleicht. Vielleicht fließt der Fluss hier irgendwo hin und mündet wieder außerhalb der Höhle. Ist eine schwache Hoffnung, ich weiß, aber. Jede Hoffnung ist gerade besser als gar keine. Aber nee, hier gibt es rein gar nichts. Aber hier scheinen wir immerhin durch diesen kleinen Tunnel wieder auf die andere Seite zu kommen. Ich hoffe, das Ganze ist wenigstens einigermaßen stabil. Aber was hätte ich da? Es ist nicht stabil. Allein der Eingang zu diesem ganzen Komplex ist hinter uns eingestürzt. Ha, aber... Wir haben zumindest wieder rausgefunden, das ist die Hauptsache. Ja, hier sind wir wieder. Dann wieder den ganzen Weg hier entlang. Was mir, wie gesagt, ehrlich gesagt lieber ist, als weiterzugehen. Aber was bleibt uns anderes übrig? Ich meine, wir könnten uns hier hochstellen und bis in alles Ewigkeiten sie anstarren und schauen, wer als erstes ausgibt, aber... Nee. Nee, wirklich nicht. Was tun wir hier noch? Ich meine, ich würde es weder Inigo noch Lucien noch sonst irgendwen dabei hier irgendwie wünschen, hier unten gefangen zu sein, aber es gibt da den einen Teil in mir, der sich gewünscht hätte, der Tunnel wäre erst eingestürzt, nachdem sie uns gefolgt wären. Ich glaube, zu dritt hätten wir hier zumindest eine bessere Chance und... Ich bin nicht ganz so allein. Ah, wie viele Fackeln haben wir denn dabei? Ich meine, momentan ist es hier noch recht hell, aber... Ich nehme ich auf jeden Fall mehr mit. Wer weiß, wie lange das so bleibt. Okay, das scheinen wieder normal gehauenere Gänge zu sein. Aber hier kommt man doch keinen Karawanenwagen, keine Pferde durch. Dann müssen die durch diesen eine größere Passage gegangen sein, die verschüttet wurde. Das heißt, wir sind jetzt in irgendwelchen halbwegs unerforschten Seitenpassagen. Großartig. Was zum... Okay. Können wir wieder in die Höhlenkomplexe von gerade eben zurückgehen? Ich habe zu wenig Dietriche, was auch immer da drin sein sollte. Oh, natürlich, es geht weiter in die Tiefe.
Das ist ja sowieso meine Lieblingsrichtung. Ja. Und hier kommen wir natürlich nicht mehr rauf, wenn wir einmal drunter sind, aber da wir hier sowieso nicht mehr rauskommen. Jetzt ist sowieso schon alles zu spät. Naja, vor den Kameraden hier auch. Okay. Scheint eine heiße Quelle zu sein. Faszinierend, da wir müssen auch jetzt ziemlich weit unten den Bergen sein. Hi. Okay, es ist tatsächlich nur Gesichtsbemalung, aber irgendwie macht das gerade nicht besser. Ich nehme mal diesen Brief und halte Sicherheitsabstand, bevor ich ihn lese. Ah! Ich habe ganz vergessen, dass es hier ein bisschen nach unten geht. Isidor, this is all wrong. Can't go back, can't face it. Where are you? Camilla. Oh, Camilla. Du bist aber nicht Camilla. Nee, Camilla hat ja auch von dieser Gestalt gesprochen. Nicht aus den Augen lassen. Kein Weg als vorwärts. Immer weiter vorwärts. Hat dieser Schädel mich gerade schon angeschaut? Ja, nee, ich gehe dann mal. Ah, wie kommen wir hier raus? Wie kommen wir hier raus? Keine Ahnung, wieso ich diese Münzen mitnehme, die eigentlich keinen Unterschied machen, aber nein. Wieso? Nein, 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 nein. Okay, durch hier und es geht hier hoch, geht die Tür. Die Tür ist so. Okay, es geht wieder nach oben. Das ist tendenziell schon mal ein gutes Zeichen, weil das heißt, ich meine, es sind trotzdem Berge, aber das ist tendenziell eher ein Weg an die Oberfläche. Reiß dich zusammen, Aaron. Es gibt keinen anderen Weg. Muss das hier durchstehen. Die zwei Dietriche, sehr gut. Sehr gut. Ich nehme ja alles mit, auch wenn das mehr Beschäftigungstherapie ist. Okay, und er sollte uns nicht sehen können, aber er weiß immer noch, wo wir sind. Ist das die Welt da oben? Ist das die Oberfläche? Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich meinen Sinnen trauen kann. Hier scheint zumindest keiner solchen Schädel mehr zu sein. Ist hier zufällig die Öffnung irgendwo da in der Nähe? Wir haben zwei Dietriche gefunden. Verdammt. Jetzt haben wir wieder nur noch 19. Aber immerhin wissen wir ungefähr, wo die Truhe aufgeht. Ring of Experience. Gain 2% more Experience. Das ist schön, aber ich
Ich habe hier gerade die Experience meines Lebens. Mehr Erfahrungen als das hier brauche ich wirklich nicht. Okay, es geht nach oben. Das ist ein gutes Zeichen. Okay. Und hier kommen wir wieder nicht hoch. Das heißt, uns bleibt wieder nichts anderes übrig als diese kleine Seitengasse hier. Einen Weg. Weiß nicht, ob das jetzt für uns gut oder schlecht ist. Camilla. Will ich diesen Brief überhaupt lesen? Ich nehme auf jeden Fall mal mit, was sie da hat. Wieder die Fackeln unbedingt. Bisschen Nahrung und so. Wer weiß, wie lange wir hier unten noch aushalten müssen. Ja, Salz ist gut, Schaufel ist gut und irgendeinen Bogen. Das nehmen wir mal mit. Lesen wir die letzte Notiz. I needed you and you aren't here. I thought those were your footsteps, but they weren't. Always coming up behind me, but nothing there. Time stood still and she came towards me slowly. Slowly, I couldn't move. I can't leave anymore. Can't face it, can't go back out into the world. I'll just sit here and I'll just stay here with the bones and until it's over. Sorry, Isidore. In Frieden, Camilla. Ich hoffe, du hast es hinter dir. Und ich hoffe, wir haben es bald hinter uns. Wenn auch hoffentlich nicht in dieser Art und Weise. Da ist sie wieder. Auch wenn diesmal der Weg nicht versperrt zu sein scheint. Ich kann mich nicht mehr bewegen, ich bin wie erstarrt. Das ist nicht gut, das ist alles gar nicht gut. Hier neun Göttlichen steht mir bei. Talos, Mara, Dibella, Arkator Sinita. Ist das... Okay, die Gitter, aber die Tür war vorher nicht da. Das ist mir aber egal. Hauptsache, sie ist weg. Auf ein Achschiff!